English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine Kornader. Auf den ersten Blick einfach eine amelanistische bzw. umgangssprachlich Albino-Kornader. Das Schöne, Tolle an der ist, das ist so eine sogenannte High-White. Also das erreicht man durch selektive Zucht. Versucht man hier möglichst viel Weiß rauszuzüchten, ne? Was hier auch schon recht gut gelungen ist. Und dadurch sieht diese Albino-Kornader natürlich schon nochmal ganz anders aus wie die klassischen Albino-Kornadern, wo man kennt. Ne? Also ihr wisst, ich bin ein Fan von Farben und Farbzucht. Und also ich finde diese High-White-Kornadern, das finde ich echt auch eine tolle Idee und eine züchterisch eine ganz spannende Sache. Deswegen wollte ich euch die heute mal zeigen und bin mal gespannt auf eure Meinung dazu. Dürft ihr gerne mal posten. Sieht cool aus oder sieht ja ganz normal aus oder so. Aber ich finde es echt hübsch und spannend und deswegen mein Intro-Tierchen für euch heute. Wir haben wieder aufgerufen, unser Reptilien-ABC. Da sind wir mittlerweile beim Buchstaben Q. Und habe ich mir noch gedacht, wo der Aufruf war, dachte ich, oh, mit Q, da bin ich mal gespannt. Da wird ja nicht allzu viel kommen mit dem Thema oder mit dem Buchstaben Q. Ne? Ein Thema, das da passt, war ich echt gespannt drauf. Kam auch nicht so viel Resonanz wie sonst alles. Ich denke, das ist einfach diesem Q geschuldet. Dann kamen Themen wie Quittenwaran. Quittenwaran habe ich leider keine, also kann ich dazu auch nicht allzu viel sagen oder zeigen, deswegen habe ich das Thema nicht wählen können. Und dann ist ja öfters die Frage nach Qualzucht ist gefallen oder die Idee, Qualzucht als Thema zu nehmen. Hier, by the way, eine Scaleless Kornader, die ja unter oder potenziell unter die Rubrik Qualzucht fallen kann. Ich sag kann, ich persönlich, hier ist sie übrigens frisch gehäutet, die Haut lag drin, also hat sich schön an einem Stück gehäutet. Ich halte es nicht für Qualzucht, aber es ist ein Tier, das gut zum Thema Qualzucht passt natürlich. Aber auch das Thema haben wir nicht genommen, weil da haben wir schon eine Folge drüber. Können wir euch unten im Infokasten einblenden, könnt ihr die Folge euch hinterher auch noch anschauen. Also für die Qualzucht haben wir uns auch nicht entschieden. Und der Vorschlag Quarantäne ist mehrmals gekommen. Und den Vorschlag finde ich wirklich gut. Das ist echt ein tolles, spannendes Thema. Und deswegen wird es heute unser Thema mit Q, Quarantäne. Dann erst mal vorweg die Frage, wozu braucht man überhaupt eine Quarantäne? Ich denke, da gibt es zwei Faktoren, die wichtig sind oder die das nötig machen. Zum einen, wenn ich ein krankes Tier habe, ne, dann, und ich habe das in einem Bestand drin von mehreren Tieren vielleicht, dann nehme ich natürlich das kranke Tier aus dem Bestand raus und setze es erstmal in Quarantäne, um behandeln zu können, die Krankheit zu beobachten, zu diagnostizieren und so weiter. Ne. Dazu brauche ich eine Quarantäne. Aber zum anderen, und das denke ich, ist der häufigere Fall bei uns in der Terraristik, wenn ich ein neues Tier habe, mache ich eine Quarantäne, um meinen bestehenden Bestand zu schützen, ne, um mir da nichts einzuschleppen und aber vielleicht auch um mein Terrarium in gewisser Weise zu schützen. Ne. Also wieso das Terrarium schützen, komme ich nachher nochmal drauf. Also nicht nur meine anderen Tiere will ich ja nicht infizieren mit irgendwas. Ich möchte auch mein schönes neues Terrarium nicht gleich mit irgendwas verseuchen sozusagen. Als ich mein erstes Terrarientier hatte, das war genau sowas hier, ein Königspython, Klassikfarbe. Das Ganze ist jetzt fast 35 Jahre her. Also da gab es auch die, selbst so ein Klassik-Königspython hat man nicht an jeder Ecke gekriegt, war gar nicht so leicht zu bekommen. Und da habe ich natürlich im Vorfeld viel gelesen, mich viel informiert und da ist immer das Wort Quarantäne aufgetaucht. Ne? Ein Tier muss erst mal in Quarantäne.
Und ich habe mir mal überlegt, na, was heißt denn Quarantäne? Was soll ich denn jetzt mit dem Tier machen? Ne? Das war meine allererste Schlange. Wie mache ich jetzt bei der Quarantäne? Da stand dann was, auch irgendwas drin. Ja, man muss sie einzeln halten. Da habe ich mir gedacht, naja, ist ja mein einziges Tier, also halte ich die ja einzeln, dann habe ich ja schon Quarantäne. Wie gesagt, habe ich im Moment drüber sinniert, mache ich jetzt alles richtig mit der Quarantäne oder nicht? Will ich euch dann hiermit erklären. Die Quarantäne hat, wie vorher schon gesagt, ja eigentlich zwei Gründe. Zum einen, ich bekomme das neue Tier und möchte meine anderen Tiere nicht anstecken. Ne? Also wenn das Tier kommt, das sieht kerngesund aus, aber es könnte ja vielleicht trotzdem äußere Parasiten haben, innere Parasiten haben, irgendwelche Bakterien an sich haben, irgendwelche Pilze an sich haben oder im Worst Case irgendwelche Viren an sich haben. Ne? Und um meine anderen Tiere mit diesen fünf Sachen nicht anzustecken, setze ich das Tier natürlich nicht zu meinen anderen Tieren dazu oder in meine Gruppe rein oder ein Männchen zum Weibchen, sondern mache diese Quarantäne für 6 bis 8 bis 10 Wochen, je nachdem wie lange. Das ist ein Grund, wieso ich das, oder ein wichtiger Grund. Der zweite Grund kann auch sein, ich habe ein tolles Terrarium gebaut für meine Schlange. Also wenn ich überlege, meinen ersten Königspython, da habe ich so einen riesen Kasten mit 2 Meter auf 1 Meter auf 1 Meter gebaut, jede Menge Deko drin. Ich glaube, für über 100 D-Mark habe ich Sand, blöderweise Sand by the way, gekauft und so weiter und so fort. Also das war alles ein Haufen Geld. Ich war damals jung und arm. Jetzt bin ich alt und arm wahrscheinlich. Damals war ich jung und arm. Hab die Schlange da reingesetzt. Das ist eigentlich auch eine Überlegung, die man machen muss, wenn ich ein Tier in Quarantäne setze. Macht es dann Sinn, wenn ich das Tier direkt in das Endterrarium setze mit all den teuren Sachen drin, irgendeine teure Wurzel noch drin, teure Pflanzen drin und dann stelle ich nach 2, 3, 4 Wochen fest, oh je, das Tier hat ja die oder jene Bakterien, Pilze, Viren, alles, was ich gerade aufgezählt habe, Parasiten. Jetzt muss ich die ganze Deko dekontaminieren, ne? Also irgendwie entgiften von dem Übel, beziehungsweise, oder ich muss sie ganz wegschmeißen und neu kaufen. Ne? Also von dem her ist es sicherlich eine Überlegung zu sagen, okay, am Anfang die Quarantäne mache ich vielleicht in einem einfacher Rennterrarium oder in einem einfacher eingerichteten Terrarium, wo ich dann eben keine so enormen Kosten habe dadurch. Oder wie gesagt, ich kann ja vielleicht das Terrarium selber verwenden, aber am Anfang auch mal vielleicht statt Bodensubstrat Zeitung reinmachen. Und wie gesagt, das Ganze wegen primitiver halten oder Gegenstände, die ich gut abkochen kann oder die ich in die Spülmaschine packen kann und bei 80 Grad durch die Spülmaschine lassen kann, dann sind die auch dekontaminiert. Ne? Also das ist sicherlich das zweite Argument, wo ich sage, ich will nicht nur andere Terrarientiere schonen, sondern vielleicht auch in gewisser Weise meinen eigenen Geldbeutel bzw. mein Terrarium, indem ich das Tier eben nicht in das Endterrarium reinsetze. Hier mal so eine einfache Quarantäne-Utensilien gezeigt, die mir so einfach als Set verkaufen. Für den Königspython, den ich jetzt gerade in der Hand habe, da ist zu klein, aber für so ein Jungtier hat sowas auch die passende Größe. Einfach Kunststoffbox, natürlich mit Lüftung, Bodensubstrat, irgend so eine einfache Höhle, Wasserschale, Moos. Ganz wichtig, die Heizung in dem Fall und hier so Isolierfolie, damit die Heizung besser ins Terrarium strahlt. Eben zwei Sachen, wo ich euch damit sagen oder zeigen will. Eben, also sowas Primitives kann als Quarantäne wirklich gut sein, ne, dass ich das so verwende, wie ich gerade gesagt habe. Dann kann ich vielleicht auch ein bisschen mein Terrarium bzw. mein Geldbeutel schonen. Muss aber nicht sein. Natürlich kann ich auch das Terrarium verwenden und einfach in dem Terrarium einfachere Gegenstände nehmen. Nicht gleich so wie man in der mein tollstes Terrarium-Folge gesehen habe, ne, so aufwendig toll gemachte Terrarien. Und ich merke dann, wie gesagt, nach 6, 8 Wochen, oh je, mein Tier hat Würmer, Parasiten, innere, äußere, und ich kann alles wieder rausreißen. Das zum einen, ach so, eben, der wichtige Punkt,
natürlich egal, ob ihr es so macht oder in dem Endterrarium, das Klima muss natürlich stimmen in der Quarantäne. Ne? Ihr wollt in der Quarantäne sehen, ob das Tier gesund ist, müsst ihr es natürlich auch perfekt halten. Ne? Nicht eine Quarantäne machen mit irgendeiner Kunststoffwanne und gar nicht richtig beheizen und dann hat es da 25 Grad drin und ihr habt ein gesundes Tier bekommen und macht es in der 8 Wochen Quarantäne krank, weil das Klima nicht stimmt. Ne? Also ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das Klima muss auch in der Quarantäne perfekt sein. Ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Die Quarantäne muss natürlich auch irgendeinen Sinn machen. Also es bringt nichts, wenn ihr euer Tier 8 Wochen lang separat einsperrt und dann nach 8 Wochen sagt, boah, endlich rum, jetzt ab ins Terry. Die 8 Wochen muss man natürlich nutzen. Zum einen müsst ihr das Tier natürlich beobachten, ob euch irgendwas auffällt. Ne? Ist die, also das Fressverhalten normal? Ist die Verdauung in Ordnung? Ne? Ist der Kot okay? Oder tut es womöglich Futtertiere auswürgen oder sowas? Fällt euch an der Haut vielleicht was auf? Hat es ein normales Züngeln bei einer Schlange? Irgendwelches Schleimausfluss aus dem Maul, das sind so die Sachen, die ihr beobachten müsst, ob euch da irgendwas auffällt, was auf eine Krankheit hindeutet, beziehungsweise parasitentechnisch, ob euch irgendwelche äußeren Parasiten auffallen. Ne? Zecken ist kaum mehr ein Problem, seit man so gut wie keine Wildfänger mehr hat. Aber Milben sind nach wie vor ein Problem. Ne? Und die kann sein, ihr bekommt das Tier, da seht ihr erstmal gar nichts und nach ein paar Tagen seht ihr, dass da doch irgendwelche kleinen schwarzen Pünktchen an der Schlange sind, die sich womöglich noch bewegen. Dann habt ihr euch irgendwie Milben eingefangen. Also die Zeit definitiv nutzen, um solche Dinge zu beobachten. Und zum anderen macht es fast immer Sinn, eine Kotprobe zu machen von dem Tier. Ne? Da gibt es so fertige Kotproben, gibt es mit oder ohne Kryptosporiden. Kryptosporiden haben wir auch extra Folge drüber, betreffs Parasiten. Ist wahrscheinlich bei den wenigsten Terrarientieren notwendig. Kryptosporiden, das ist wenigstens so der Klassiker bei Leopardgecko und vielleicht bei Kornattern. Da ist das so, also definitiv eine Überlegung, ob man die Kryptosporiden dazu nimmt. Ansonsten eine ganz normale Kotuntersuchung. Die kostet dann so um die 30 Euro. Da wird der Kot auf innere Parasiten untersucht, also irgendwelche Würmer in der Art. Dann habt ihr schon mal diese Sicherheit. Wenn wir es ganz extrem machen wollen, kann man auch noch auf Viren untersuchen lassen. Also die letzten Jahre hat sich da auch einiges getan. Man kann zu relativ überschaubaren Preisen so Rachenabstrich machen. Ne? Das sind so Abstrichröhrchen. Tut man Schleim aus dem Rachenbereich vom Tier nehmen und dann kann man das auf die gängigen Viren, Paramyxovirus, Adenovirus, wie heißen sie denn alle? Ja, mir fallen wir gerade gar nicht ein. Kann man die untersuchen lassen. Glaube, als Standarduntersuchung weiß ich nicht, ob man das machen muss, kommt drauf an. Aber gerade im Zuchtbereich sind diese Viren schon die letzten Jahre gefährlich geworden. Also wir tun, wenn wir in unsere Pythonzucht neue Tiere aufnehmen, die nicht von uns selber gezüchtet wurden, dann machen wir solche Virenabstriche und lassen die auf zumindest 3 verschiedene Viren untersuchen. Kostet, glaube ich, pro Virus so um die 30 Euro. Sprich, dann ist man bei, wenn man es auf alle 3 Viren machen lässt, ist man bei 90 Euro. Aber das ist uns wert in dem Fall. Wie gesagt, wenn wir ein Tier neu in unsere Zucht nehmen von irgendeinem anderen Züchter oder so, dann machen wir das. Also ihr müsst diese Zeit nutzen, die 6 bis 8 Wochen. Solche Dinge, Kotprobe, Viren gegebenenfalls, macht man natürlich ganz am Anfang oder relativ am Anfang. Ne? Also nach 1, 2 Wochen bringt nichts, wenn ich da 8 Wochen warte und sage, ach, jetzt wollte ich ja noch eine Kotprobe machen. Entsprechend, ihr müsst ja, oder die Quarantäne ist natürlich erst beendet, wenn solche Sachen als negativ befunden sind. Ne? Macht, wie gesagt, keinen Sinn, wenn ich das Ganze am Schluss mache und Quarantäne aufhören und eine Woche später kommt die Information, ihr habt Würmer oder sowas. Also logisch dann das zu Beginn machen. Ja, so würde ich euch den Verlauf einer Quarantäne vorschlagen. So ist es meiner Meinung nach sinnvoll. Wie gesagt, das hat sich jetzt vor allem auf die Quarantäne bei Neuzugängen bezogen. Ne? Habt ihr ein krankes Tier, das in Quarantäne muss,
Dann sind es natürlich nochmal andere Aspekte. Dann habt ihr sicherlich einen Tierarzt, mit dem ihr zusammenarbeitet oder wo das Tier behandelt wird. Und wann diese Quarantäne dann beendet ist, dann kann ich ja nicht einfach nach 8 Wochen sagen, da hat sich sie beendet, sondern das entscheidet dann natürlich der Tierarzt, der dann sagt, okay, das Tier ist jetzt gesund, kann wieder in seine Gruppe zurück. Da ist das Ende der Quarantäne dann natürlich der Moment, wo man sich sicher ist, dass das Tier wieder gesund ist. Jetzt haben wir uns über die ganzen, eher wenig über die inneren Parasiten bzw. Krankheiten allgemein unterhalten. Wenn ihr einen Neuzugang habt, ich hatte es vorher schon angesprochen, ist natürlich die Gefahr, dass ihr euch Milben einschleppt. Ihr habt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich beobachte erstmal, ob da Milben da sind oder nicht. Kann relativ fatal sein, weil wenn das Tier dann tatsächlich Milben hat, bis ihr das entdeckt, habt ihr die Milben in eurem Terrarienraum, ne, oder in eurem Zimmer, wo das Terrarium steht. Ne. Wenn ihr jetzt wirklich nur ein einziges Tier habt und kein zweites Terrarientier, dann ist das vielleicht nicht ganz so fatal. Aber wenn ihr 3, 4, 5, 10, 20 Schlangen schon habt oder auch Echsen und ihr kriegt ein neues Tier und merkt nach einer Woche, upsie, der hatte Milben, dann habt ihr in die Kacke gegriffen, würde ich mal so ausdrücken. Allen Ernstes, ne? Weil dann habt ihr die Milben in eurem Bestand drin und dann werdet ihr euch wahnsinnig ärgern. Deswegen macht es sicherlich Sinn, wenn ich einen Neuzugang habe, vielleicht schon prophylaktisch was zu unternehmen. Ne? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Ziehen wir mal hier die Grenze. Ihr habt die biologische Waffe, das sind solche Raubmilben. Gibt übrigens auch eine Folge über Milbenbehandlung, also jetzt wirklich nur ganz kurz angerissen. Aber ihr habt die Möglichkeit, das biologisch mit Raubmilben zu machen. Ihr habt einen Neuzugang, da werft ihr entsprechende Dosis an Raubmilben in das Terrarium rein. Hat das Tier wirklich Milben, tun die Raubmilben ihre Arbeit. Hat das Tier keine Milben, dann haben die Raubmilben leider nichts zu tun, aber das macht auch nichts. Die Raubmilben sterben nach 1, 2 Wochen und ihr wart auf der sicheren Seite. Oder ihr entscheidet euch für die biologische Waffe. Dann würde ich euch vorschlagen, nicht das Tier direkt zu behandeln. Das wäre dann vielleicht doch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber ich würde an eurer Stelle auf jeden Fall um das Terrarium rum und die Ränder, also überall, die Milben können ja laufen, habe ich schon ein paar Mal erklärt, überall, wo die Milbe aus dem Terrarium raus kann und zu euren anderen tollen Terrarientieren gelangen kann, da würde ich so Barrieren aufbauen. Ne? Alles einsprühen rundherum, wirklich gut einsprühen mit dem Insektizid, dass ihr sicher seid, wenn dann nach einer Woche Milben auf der Schlange auftauchen, dann könnt ihr euch sicher sein, okay, die Milben sind noch in diesem Terrarium, in dieser Quarantänebox, wo auch immer drin, weil jede Milbe, die rausgelaufen ist, kam in Kontakt mit dem Insektizid, ist gestorben, ist tot, habt ihr kein Problem mehr damit. Ja? Die zwei Möglichkeiten habt ihr. Beides zu mischen macht keinen Sinn. Wenn ihr mit Insektizide arbeitet, tötet ihr die Raubmilben. Also entweder entscheidet ihr euch dafür oder dafür. Aber das ist was, wo ich auf jeden Fall bei einem Neuzugang machen würde. Bei Schlangen noch ganz besonders. Bei Echsen ist das Problem mit Milben vielleicht nicht ganz so groß. Bei Echsen machen wir sowas auch nicht standardmäßig, wenn wir keinen Verdacht haben. Ich glaube, es ist zu vertreten, aber das muss auch jeder selber für sich entscheiden, weil er selber ja das Risiko trägt. Wenn ich jetzt als Beispiel, ich habe schon 2 Leopardgeckos und hole mir von dem gleichen Züchter, wo ich jetzt vor 6 Wochen diese 2 Tiere geholt habe zum Beispiel, ne, und es war alles picobello, alles tadellos, und ich hole mir 6 Wochen später noch ein drittes Tier, eben aus dem gleichen Bestand, oder eine Bartagame, ne, ähnliche Sache. Ich habe, was weiß ich, ein Pärchen und sage, okay, jetzt setze ich nochmal ein Weibchen dazu, kommt aus der gleichen Zucht, vielleicht sogar aus dem gleichen Terrarium, dann kann jeder für sich selber entscheiden, ob er es vertreten will und sagen, okay, ich verzichte auf diese 8 Wochen Quarantäne, wo ich das Tier allein halte, und setze es zu meinem bestehenden Bestand dazu. Ne? Da ist dann viel Vertrauen gehört dazu, Vertrauen in den Züchter, Verkäufer, wo das Tier herkommt,
wenn ihr das Vertrauen habt und das für euch verantworten wollt, dann würde ich, oder da gibt es Situationen, wo ich das dann auch schon für mich so gemacht habe und gesagt habe, okay, da weiß ich, das passt alles, und habe das Tier in eine bestehende Gruppe dazugesetzt. Der zweite Punkt ist vielleicht als Züchter. Es gibt tatsächlich mal, man ist mitten in der Zuchtsaison, hat ein Weibchen und zum Beispiel das Männchen paart nicht, das ich geplant habe. Und ich habe aus dem Bekanntenkreis, oder ich habe einen ganz zuverlässigen Züchter, der ein perfektes Männchen hat, wo ich mit dem Weibchen verpaaren könnte. Und ich mir denke, oh, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt hier 8 Wochen lang Quarantäne mache, ist die Zuchtsaison rum. Auch dann in dem Moment könnt nur ihr selber das verantworten, müsst ihr wissen, okay, ist die Quelle seriös, lege ich da meine Hand dafür ins Feuer, schleppe ich mir bestimmt nichts ein, hole ich mir das Männchen oder das Weibchen, was auch immer, und verpaare das relativ unmittelbar mit dem potenziellen Zuchtpartner. Ne? Wie gesagt, das würde ich als Ausnahme sehen. Da wäre ich auch mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr jetzt am Computer hängt und sagt, um Gottes Willen, wie kann man nur, würde ich nie machen. Oder ob ihr sagt, ja, habe ich auch schon gemacht. Oder ja, wenn der Vorbesitzer, der Züchter völlig seriös ist, würde ich es machen. Also da dürft ihr gern mal eure Kommentare posten oder euren freundlichen Shitstorm loswerden, wenn er sagt, Brockhammer, was hast du da wieder erzählt, was kann man doch auf gar keinen Fall machen, bin ich echt gespannt drauf. Aber wie gesagt, das sind abschließend die Ausnahmen einer oder die Umstände, wo man vielleicht auf eine Quarantäne verzichten kann. Das war das Thema Kuh dann für heute, die Quarantäne. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr es spannend fandet. Abonniert den Channel. Abonnement ist die Bezahlung des YouTubes, sage ich immer wieder. Glocke an, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge kommt, einmal die Woche. Und ansonsten bleibt mir treu und immer schön aufpassen bei den Neuzugängen, dass ihr euch da nichts einschleppt.